Heute ist wieder Dänisch Design Donnerstag und genau der richtige Zeitpunkt, um über einen der bekanntesten und einflussreichsten Architekten und Designer Dänemarks zu sprechen. Und zwar über mehr dazu in diesem Video. Bis gleich. Hey, mein Name ist Stefan Nörth und heute in diesem Video geht es um Wilhelm Lauritzen. Ja. Jetzt sagt dir vielleicht Wilhelm Lauritzen direkt nicht etwas, aber ich bin mir sicher, wenn ich dir gleich ein paar Beispiele zeige, dann wirst du auch wissen, wer Wilhelm Lauritzen ist. Ich hatte Wilhelm Lauritzen lange Zeit nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlicherweise sagen, bis ich im vergangenen Jahr bei Three Days of Copenhagen in Kopenhagen war. Da war nämlich ein Talk mit Carl Hansen und Sön und da wurden neue Möbel vorgestellt. Da dachte ich, okay, Wilhelm Lauritzen Architects haben zusammen mit Carl Hansen und Sön Möbel vorgestellt. Das war zum einen der Vega Chair, aber auch ein Sofa und eine Bank unter anderem aus dem Foyer, das Radiohüse, also aus dem Radiohaus. Und da habe ich gedacht, okay, Wilhelm Lauritzen ist ein Möbeldesigner. Und dann erst, als der Vortrag war, habe ich dann verstanden, okay, das ist wirklich ein Architekt, der so viel geprägt hat mit seinem Funktionalismus und mit seiner modernen Ansicht, wie Architektur sein soll, dass ich seitdem wirklich nicht mehr wegkomme von Wilhelm Lauritzen. Und deswegen habe ich mich gefreut, als im vergangenen Jahr dieses Buch auf den Markt kam, 100 Jahre dänische Moderne, die Geschichte von Wilhelm Lauritzen, aber natürlich nicht nur über Wilhelm Lauritzen, sondern auch über Wilhelm Lauritzen Architects. Denn in der vierten Generation, glaube ich, ist dieses Architektenbüro jetzt schon im Einsatz und designt und entwirft, was das Zeug hält. Und es sind so tolle Sachen, so tolle Objekte, so schöne Gebäude. Also zum Beispiel das Illum in der Innenstadt in Kopenhagen wurde 2016 überarbeitet, modernisiert von Wilhelm Lauritzen Architects. Das, wie eben schon erzählt, das Vega, das Haus des Volkes, 1956 wurde von Wilhelm Lauritzen entworfen. Und die Geschichte ist, glaube ich, wenn ich mich nicht mehr irre, so gewesen, dass man eben jetzt nochmal geschaut hat, irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden, und dann hat man entweder alte Möbelstücke gefunden oder Zeichnungen und hat dann gedacht, das ist doch viel zu schade, dass diese Möbel nicht für den privaten Haushalt entworfen werden oder neu aufgelegt werden. Und deswegen hat eben Carl Hansen zusammen mit Wilhelm Lauritzen Architects diese Möbel auf den Markt gebracht. Weil du dich jetzt vielleicht fragst, Wilhelm Lauritzen, ich kann mir jetzt ja wahrscheinlich keinen Architekten für mein Haus, für meine Wohnung leisten. Wie bringe ich mir trotzdem dieses Feeling, diesen Spirit von Wilhelm Lauritzen nach Hause? Und das geht natürlich über diese Möbel. Zum Beispiel der Vega Chair. Der sieht auf den ersten Blick sehr unspektakulär aus, aber er sieht jetzt, wenn man genauer hinschaut, aufgrund seiner Form und aufgrund des Materials sehr hochwertig aus. Er ist einfach zeitlos schön. Wenn man mal überlegt, dass der 1956 designt wurde oder in diesem Zeitraum und er immer noch ansprechend ist, dann ist das einfach so ein tolles Zeichen. Und warum ist er funktionell? Zum Beispiel er stapelbar. Das ist so wichtig natürlich für Stühle, wenn es um Veranstaltungen geht, bei einer großen Aula zum Beispiel, bei einem Konzertsaal. Da macht es natürlich keinen Sinn, dass die Stühle alle einzeln rumstehen und man kriegt sie gar nicht irgendwie übereinander. Ich glaube, es ist auch sehr nachhaltig, das wurde auch gesagt, man kann Einzelteile nachkaufen, denn man muss sich natürlich vorstellen, so ein Stuhl, wenn er in einem Konzertsaal benutzt wird, dann geht vielleicht auch mal irgendwas kaputt und dann möchte man nicht den ganzen Stuhl neu kaufen, das wäre nicht nachhaltig, sondern man kann zum Beispiel die Rückenlehne neu kaufen. Und so ähnlich war es auch bei der Foyer-Serie, bei diesem Sofa und bei der Bank, dass man da gesagt hat, es ist viel zu schade, dass dieses Möbelstück einfach nur im Foyer irgendwo stand, sondern das muss man auch irgendwie in öffentliche Gebäude bringen oder wenn du willst, natürlich auch zu dir nach Hause. Also es gibt viele Möglichkeiten und darüber hinaus gibt es sogar auch bei Louis Poulsen gibt es Leuchten von Wilhelm Lauritzen, die werde ich dir jetzt hier kurz mal zeigen. Hat man gar nicht so auf dem Schirm, also man denkt so, okay, aber wenn man jetzt dieses Buch sich anschaut, dann wird es auch ein rundes Bild. Man hat zum einen das Gebäude, man hat das Licht, man hat die Möbel. Alles wurde aus einer Hand zusammen designt und es macht alles Sinn. Wofür steht eigentlich Wilhelm Lauritzen oder wofür steht Wilhelm Lauritzen Architects? Natürlich für eine sehr moderne Architektur, die sehr funktionell ist. Ich bin dieses Buch durchgegangen und ich kann sagen, ich würde in 99,9%, wenn nicht sogar in 100%, in alle Gebäude sofort einziehen. Es ist natürlich dieser typisch skandinavische Look irgendwie auch bei den Häusern, bei den Gebäuden.
so aus Stein, Steinfront. Es ist so ein bisschen, es ist nicht, es ist schwer zu beschreiben. Man sieht es sofort und man sieht, ah, dieses Haus muss auf jeden Fall in Kopenhagen oder in Stockholm oder in Oslo irgendwo stehen. Also man sieht sofort diese Formensprache, die typisch ist für skandinavisches Design oder für skandinavische oder dänische Architektur. Und ich hatte ja noch gesagt, ich wette mit dir, dass wahrscheinlich schon jeder oder jede ein Gebäude gesehen hat von Willem Lauritzen Architects. Und deswegen werde ich dir ganz kurz jetzt hier mal etwas zeigen aus dem Buch. Zum Beispiel, ich will jetzt nicht so sehr auf die historischen Gebäude eingehen, weil ja. Zum Beispiel, genau das wollte ich dir zeigen hier. Also ich bin mir sicher, dass ich das zum Beispiel schon mal gesehen habe, als ich in Kopenhagen war. Und auch das Terminal zum Beispiel, also das alte Terminal 3 wurde von Willem Lauritzen Architects entworfen, aber, oder erzähle ich gerade Unsinn, nee, 1998, auf jeden Fall. Nein, das muss früher gewesen sein. Das war 1936. Also, ich komme hier schon ganz durcheinander. Aber auf jeden Fall beim Flughafen, wenn man da ankommt an der Station, jeder kennt diese Haltestelle, die auch Schweden mit Dänemark verbindet und wo man direkt mit dem Zug in die Innenstadt von Kopenhagen fahren kann, ist designt worden von Willem Lauritzen Architects. Und ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, aber als ich da ankam, das erstmal dachte ich, es ist alles so modern, aber es ist trotzdem irgendwie schön und es ist irgendwie, man fühlt sich sofort irgendwie willkommen. Es ist nicht irgendwie so eine dreckige, dunkle S-Bahn-Station, sondern es ist trotzdem irgendwie cool. Und jetzt wird irgendwie ein Schuh daraus. Also es sind viele Sachen, die eben designt wurden und man sieht ja hier ganz viele Gebäude auch, die sehr funktional sind hier, wenn wir im Bereich 2000er sind. Also diese Häuserfronten alleine, also ich würde sofort da einziehen. Und hier sieht man auch nochmal Illum, was 2016 restauriert wurde oder modernisiert wurde. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes Buch, weil es eben sehr viele Inspirationen bietet. Also es ist immer wieder schön, zum einen zu schauen, was gibt es alles so als Inspiration, als Architektur, für Design. Aber natürlich auch so ein bisschen, ich möchte gerne wieder nach Kopenhagen. Man kriegt auch so ein bisschen Fernweh, weil man eben viele Sachen sieht, die man vielleicht als Tourist oder als Touristin schon in der Stadt gesehen hat. Also dieses Buch ist sehr, sehr schön, hochwertig verarbeitet. Ich halte es hier einfach nochmal in die Kamera. 100 Jahre dänische Moderne von Christian Undegaard. Sieht man das? Sieht man nicht. Jetzt sieht man das. Hier. Sehr, sehr schön. Und hier sieht man auch nochmal hier die Kapitel, wie die eingearbeitet sind. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Sehr, sehr schön und bekommt einen schönen Platz bei mir zu Hause. Und das war es auch schon heute in diesem Video. Wir sehen uns am Samstag wieder mit einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.